Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Die letzte Aufnahmesession liegt nun inzwischen sehr, sehr lange für mich zurück. Für euch ist das erst 2 Tage her, vermutlich in der letzten Folge. Für mich sehr, sehr lange. Ich habe es ja im Livestream schon mal angesprochen. Und zwar, jetzt kommt ein Kofferleger hier schon wieder, willst du mich verarschen eigentlich? Und zwar, ihr seht es wahrscheinlich auch sofort, dass wir eine höhere Stufe sind und alles. Wir werden jetzt normal im Spiel die normalen Sachen auch nebenbei weiterspielen, dann primär in Livestreams oder auch ich einfach mal so privat, komplett alleine. Damit wir quasi hier auf dem YouTube-Kanal nur das Herzstück des Spiels erleben dürfen, nämlich quasi die Hauptstory. Und vielleicht machen wir auch noch so ein, zwei Nebenquests, mal schauen. Weil sonst zieht sich einfach viel zu lange das Spiel und ich möchte hier keinen 500-Folgen-Let's Play draus machen. Aber ich möchte natürlich mit euch gemeinsam die Hauptquest erleben. Also lasst mich kurz zusammenfassen, was jetzt geschehen ist seit dem letzten Mal. Wir haben sehr, sehr viel entdeckt, sehr, sehr viele Aussichtstürme erobert. Und ein, zwei Nebenquests gemacht, zum Beispiel eine Nebenquestlinie in Attika mit Sokrates, der uns am Ende auch über eine Quest hier in die Lavrio Silbermine geführt hat. Und da haben wir dann endlich den Kultisten, den Meister gefunden, der da dieser eine Sklavenhändler in Attika war, den wir so ewig lange gesucht haben, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Und wir haben natürlich auch Nyx den Schatten eliminiert und damit den kompletten Zweig des Kosmoses. Wir haben ein paar neue Ausrüstungsgegenstände sammeln können, ein bisschen was Besseres angelegt, das ein oder andere ausgerüstet. Jetzt kämpfen wir mit so 2 Dolchen. Alles ein paar nette Sachen, die, wenn sie euch interessieren, ihr natürlich auch nebenbei im Livestream mitverfolgen könnt. Die Livestreams werden immer auf dem Nebenkanal bei Lars, der ist natürlich auch verlinkt auf meinem Hauptchannel, werden die immer mitgegeben sozusagen, also da werden die wieder hochgeladen. Und wir sitzen jetzt gerade hier unten in Pefki und da möchten wir natürlich nicht weitermachen, denn wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Dafür leveln wir nämlich quasi nebenbei hoch und damit wir jetzt hier weitermachen können. Und wir wollen natürlich, das geht wahrscheinlich bei unserer Mutter weiter. Lasst mich doch mal gucken. Odyssee-Kapitel. Verlorenes Paradies. Das Steinbruch-Dilemma. Aha, da haben wir doch was. Gucken wir mal, ob wir uns da noch dran erinnern können. Wie gesagt, für mich ist das jetzt auch einige Zeit her. Und ich bin gespannt, ob ich das Spiel überhaupt noch beherrsche. Ich denke mal aber schon. Oder? Ups. Wir haben ja jetzt auch wesentlich mehr Aussichtspunkte zur Verfügung. Dadurch, dass wir dann quasi jetzt schneller reisen hier können, können wir viel besser die Hauptstory erleben auf dem YouTube-Kanal. Und wen das ganze Nebenkram wirklich interessiert, der kann dann mit mir gemeinsam live auf D-Live oder auf Twitch, je nachdem, wo man es am liebsten schaut. Ich werde jetzt mit Restream.io ein bisschen rumprobieren, dass man auf mehreren Plattformen gleichzeitig streamen kann. Dort werden wir es dann mal gemeinsam die restliche Gegend erkunden, neue Items freischalten, die Kultisten eliminieren. Oder ist schon der nächste? Kultisten eliminieren. Kopfgeldjäger ausrotten. Wir haben so viele getötet im Livestream. Aber es ist einfach unglaublich, wie viele es hier gibt. Nö, brauchst du ja gar nicht. Ach da, guck mal. Ach ja, stimmt. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Mit ihm, das ist hier so eine Sache mit diesem Eunias. Der gehört jetzt zu einem Strang der Hauptquest. Den haben wir aber schon aus der Festung quasi, die hier oben ist, befreit. Aber ich habe ihn hier stehen gelassen. Ah, da kommen schon die Nächsten. Ich habe ihn hier stehen gelassen. Ah, komm. Ich habe ihn hier stehen gelassen. Das hat jetzt super viel geholfen. Damit wir ihn quasi hier im Let's Play anschauen können. Ja, also wollte ich keine Hauptquest hier im Stream machen, wenn nicht alle zuschauen können. Lieber hier jetzt hier. Ihr seid ja alles echt Kackpratzen. Könnt ihr mal alle sterben? Ich möchte die Hauptquest machen und dann geht's schon wieder los hier mit so einem Scheiß. Verdammt. Myrine wird dann. Jetzt ist er gestorben oder was? Hä? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich lade das jetzt.
Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich hier großen Rede mache, 5 Minuten lang, und sage, dass wir die Hauptstory im Let's Play weitermachen, und dann verreckt der Typ einfach vor meiner Fresse. Wir haben den letztes Mal aus dieser scheiß Festung gerettet, und jetzt werden wir diese scheiß Paar Athene auch nicht den Tag vermiesen. So sieht's nämlich aus. Wir zeigen den Athenern jetzt mal, wo der Haken hängt. Ich guck mal, wo der jetzt das letzte Mal gespeichert hat. Da, perfekt. So, da renne ich jetzt hoch. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Hier in Paros ist auch relativ schwach gerade, die Gegend. So, ich rede jetzt schnell mit ihm, dann sollte der ja auch abgeschlossen sein. Hab Dank, Söldnerin. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Was liegt in der Luft? Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Perfekt. Man sieht sich, mein Freund. Und er ist weg. Einwandfrei. So, dann haben wir jetzt quasi nur noch geredet. Also es war jetzt auch nichts Spannendes in der Quest, sage ich mal. Es war ja lediglich, dass wir ihn oben aus dieser Festung befreit hatten. Und dann haben wir ihn quasi hier hinlaufen lassen. Und das war's dann auch schon. Da kommt schon Kopfgeldjäger. Ey, was ist denn hier los heute? Alle im Party-Mode. Naja, jedenfalls haben wir das jetzt abgeschlossen. Und jetzt können wir bei einem Fest mit Myrine sprechen. Unserer Mutter sozusagen. Wo ist sie denn? Ach, die ist auf ihrer Insel. Das war doch ihre Insel, glaube ich, ne? Dann reisen wir doch mal schnell dahin und nehmen uns... oder nehmen am Fest teil. Achso, ja, ich dachte gerade, her, seht ihr Black Screen? Aber das war, alles gut. Alles gut, kein Stress. Ich will nur... aber die töten könnt ihr jetzt schon, ne? Aber geht nicht. Das ist ja Anführer. Vielleicht wollen wir das Athena gewinnen. Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Nicht, wenn ich hier bin. Was führt dich hierher? Cassandra, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Und, was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Kultisten in Höhlen, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Party. Der Attentäter versteckt sich auf Naxos. Ich schau mal gerade hier über die Karte rein. Versteckt sich auf Naxos, das Lager könnte sich in den Höhlen im Norden der Zeusbucht befinden. Das ist wahrscheinlich die Zeusbucht, schätze ich mal, weil das ist die einzige Bucht. Oder ist das hier die Zeusbucht? Nee, ne? Das ist Apollonas. Das ist die einzige Bucht, die hier ist. Oder ist das eine Bucht? Nee, ich glaube, das ist die Bucht, ne? Oh, sorry. Ah, das tut mir leid. Habe ich gerade zu wenig getrunken heute und gerade... ach, hä? Im Norden der Zeusbucht. Ach so, ist gar nicht im Norden. Das hier ist die Zeusbucht.
Ah, in der Höhle unter dem Berg Zas, dann sind die hier. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. Manga, wir sind unterwegs. We are on our way, wie man so schön sagt in Bayern. We are sind over weg. Ne, das war jetzt schon wieder Sachsen. Oh, ich muss hier weg von dem Kopfgeldjäger. Hier werden sie besonders wachsam sein. Hä, aber hier haben wir doch... Ja, das sind Kultisten. Hier die. Aljona. Das weiß ich nämlich noch. Aber das sind, die haben wir schon mal getötet. Die werde ich jetzt nicht nochmal töten. Älteste. Oder irgendwelche Penner sind das. Die können mich einfach am Arsch lecken. Dieser, um es schön und deutlich zu sagen. Wir werden jetzt schön der Quest folgen und nicht so viel Scheiße nebenbei machen wie sonst. Denn dafür sind ja die Streams jetzt da. Mir gefällt diese neue Regelung ganz gut. Wenn es auch euch gefällt, dann lasst doch einen Kommentar da. Und liked das Video, abonniert meinen Kanal. Und das war's dann für die heutige Folge. Nein, Quatsch. Was labert der Typ? Tut mir leid an alle Ersteinschalter, die jetzt einschalten. Komm schon, komm. Ja, super, Phobos. Ey, wisst ihr, soll ich euch mal was Cooles erzählen? Also die im Livestream dabei waren, ne, die werden es ja sehen. Oder die werden es ja wissen. Jedes Mal, wenn ich Phobos im Livestream gerufen habe, egal in welcher Situation, er war immer da, er hat immer perfekt funktioniert, er ist meisterhaft geritten und ich habe ihn lieben gelernt. So. Das erste Mal, dass ich ihn rufe hier, wenn es weitergeht im Let's Play, macht er wieder Scheiße. Was ist denn mit dem Jungen kaputt? Ein Höhleneingang. Da sind der wollte mich doch verarschen, oder? Ja. Du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass das Pferd, wenn keiner zuschaut, ganz brav ist, lieb ist und funktioniert. Und sobald ich was aufnehme, was jeder sehen kann, juckt das Pferd nicht mehr und macht alles, was es will. Und hallo, Kultisten. Wir haben natürlich wieder keine Pfeile mehr von den Guten. Wir haben auch letztes Mal echt, oh, wir haben keine Dings mehr. Scheiße. Wir können nichts mehr herstellen. Wir haben sau viele von den Ressourcen ausgegeben für die guten Pfeile. Das ist eigentlich echt schade. Aber harte Gegner erfordern harte Maßnahmen. Bräuchten wie so eine Ratte, die man hier vorschicken kann. Wir haben ja oben, haben wir ja Ikaros, der quasi von oben was abspähen kann, aber in Höhlen sind wir machtlos. Da müssten wir so eine Ratte... Ja, weiß ich doch. Da müssten wir so eine Ratte vorschicken können. Die quasi guckt in die Ecken und uns mitteilen kann, oder damit wir durch die Ratte durchgucken können, was die so, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Die Höhle am Berg Zas. Noch einer. Ich sehe zwei. Ja, schrei doch. Ha. Ha. Ganz laut, wenn du kannst. Cassandra. Du Pappnase. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, jetzt. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wenn der hochkommt, geh ich. Okay. Ach, scheiße, die wandern. Hallo, Kultisten. Die sind echt kurz hier, die Dolche. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Aber die sind natürlich jetzt gerade voll auf unserer Stufe. Und die haben echt. Die sind echt gut zum Schaden austeilen können. Guck mal hier, wenn man einmal drin ist. Oh, das macht sogar Giftschaden, wenn man... Den haben wir letztes Mal nämlich auch gelernt, diesen Angriff hier. Ein Kultist weniger. Oder was ist mit dem gerade passiert? Da sieht man mal erstmal, wie schnell die ist mit so einem Dolch. Im Flug schlitzt ihr den ab. Boah. So viele Stichwunden und
Schlitzwunden kann ein Kultisten doch gar nicht haben, wie wir den versetzt haben. So. Wir sollen hier auch noch ein Rätsel finden und einen Schatz. Ich denke, den Schatz haben wir schon gefunden. Könnte ja sein, dass hier... Ne, ist nur eine Jagdmontur, okay. Hätte ja sein können, dass hier die Kultisten-Infos sind. Wir haben auf jeden Fall hier vorne geht's nochmal hoch. Da gucken wir natürlich auch erst nochmal rein. Bevor wir weitergehen, ich habe da hinten schon den einen Weg erspäht gehabt. Oh, hier? Hä? Aber da hinten ist doch auch noch. Moment, das muss ich jetzt mal... Hier geht's ja auch hoch. Ich würde gerne erstmal wissen, was hier oben ist, bevor wir da hinten die anderen töten. Höhle zum Berg Zass. Man sagt, ja. Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Sagt man das, Cassandra? Sagt man das? Klar, Kopfgeldjäger. Wo? Der wird ja wohl nicht hier reinkommen. Ist schon geil. Ich möchte gleich mal hier rumgehen. Das scheint sich jetzt ziemlich lang hier lang zu ziehen. Ich werde erst die beiden Attentäter töten und dann schauen wir uns die anderen Wege an. Hier geht's ja auch noch lang. Ah ne, da geht's raus. Okay. Ja, ich schätze mal, da geht's auch raus, aber vielleicht auf ein paar Umwegen. Dann machen wir erst unsere Mission zu Ende und dann schlitzen wir sie auf. Kann man hier die Pilze eigentlich mitnehmen? Nein, die leuchten nur schön. Die sind nur Deko. Tod und Chaos. Zwei Attentäter sind noch da. Schauen wir doch mal, wer hier so... Ja, komm. Braucht doch noch eine Stunde, bis du da durch bist. Oh. Oh. Deswegen wollte ich sie von hinten erwischen. Weil die mich nerven. Zack! Drachen. Oh. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Und da oben ist die letzte Schatztruhe. Sturer Esel, wenn du auf den höchsten Punkt des Zass kletterst, kannst du zwei kleinere Inseln im Süden sehen, auf einer davon bla bla bla. Die Rätsel müssen wir eigentlich auch alle machen. Fangzahnbogen. Oh, was ist das denn? Bei Bögen hast du mich sofort. Wir haben ja jetzt einen, der macht 20% Schaden mit der Fähigkeit Verwüsterschuss und 10% Kopfschussschaden. Und der? Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Ja, wer bin ich denn, wenn ich da nicht Ja sage? Den lassen wir sofort gravieren. Boah, ist das ein geiler Bogen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Sehr, sehr gut. Und die Gravur haben wir auch freigeschaltet. Das heißt, die können wir auch jetzt als Gravur auf andere Bögen machen. Aber ich denke, wenn wir das schon als... Upsala. Wenn wir das schon als Wert haben, dann können wir noch eine legendäre Gravur auf den Bogen noch selbst noch drauf machen, dass der irgendwie 20% mehr Schaden auf dem Raubtierschuss macht. Weil der Raubtierschuss, das war ja unsere vierte Fähigkeit, glaube ich. Ne? Die hieß doch so. Und die war ja so besonders, dass sie quasi mittlerweile, ich glaube, 600% Schaden macht oder so. Also wir haben die richtig hochgezogen. Und die einfach im Kampf zu benutzen, macht richtig Spaß. Und jetzt schauen wir erstmal. War das hier? Ne, hier war ein Ausgang. Hier ging es noch weiter, ne? Das wollte ich mir noch anschauen. Wir können hier nicht einfach so... einfach so verlassen. Ah, interessant. So. Was haben wir hier noch? Da haben die wahrscheinlich unterirdische Tunnel gehabt. Und wollten unsere Myrine einfach so von unten ausschalten. Und wenn du einmal hier in diesen Höhlentrakt gelangst, dann kommst du hier nie wieder raus. Wo sind wir hier? Eieiei. Ewig lange Höhlen. Ah, da geht's raus. Aber ewig lange Höhlengänge. Wahnsinn. So, das nehmen wir noch mit. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Und so halb. Man sieht zumindest Licht. Und das ist ja schon was Gutes. Oh, hier.
Und sind wir jetzt da nicht rausgekommen, wo wir gedacht hätten, da wär's? Nee, nein, okay, ist woanders. Okay, dann gehen wir doch mal zurück zur Myrine. Und schauen mal, was die dazu sagt. Wir müssen unsere Mama glücklich machen. Phobos, stell dich nicht so an. Los. Zeig, was du drauf hast. Das Vorzeigepferd. Das Vorzeigepferd, das gar nichts kann. Ja, müssen wir da unten lang reiten. Das ist echt eine scheiß Insel, um mit dem Pferd lang zu reiten, weil hier alles so verwinkelt und so komisch ist. Bin ich denn hier schon wieder? Beim Grabsteinmaurer oder was? Ich gehe jetzt hier wie die Wände. Ich suche jetzt nicht keinen Weg hier durch. Könnte ja ewig dauern. Hey du. Ach komm, lass den Stein. Vorher war ich, das war ja glaube ich die Insel, die verboten war, ne? Dachte ich am Anfang. Die komplett gesperrt war, komplettes Sperrgebiet. Und jetzt dürfen wir glaube ich hier passieren. Ich weiß gar nicht mehr. War das die Insel? Ich glaube schon. Aber, oh, guck mal hier. Hallo Herr Adonis. Wo ist denn? Da oben ist sie. Beim Fest. Die ist bestimmt jetzt schon tot. Weil sie nicht auf Aspasia hören wollte. Ach komm, jetzt springen wir nicht herunter. Nein, sie lebt noch. Sehr schön. Hey, alles klar? Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bringen Sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Danke, Timo. Dies hatten sie auch bei sich. Das scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Wie kannst du das sagen, nach dem, was Sparta dir angetan hat? Sie haben unsere Familie zerstört und den Kult ins Land gelassen. Warum sagst du nur immer sie? Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Haha. Da ist eine Bitch, die geklatscht werden muss. Kann ich jetzt töten? Nein. Kultistenangriff auf Naxos. Oh. Und wir haben alle Hinweise zu einem weiteren Kultisten entdeckt. Oh, zu mehreren. Da hätten wir einmal hier. Silanos, ein Oligarch auf Paros, ist ein Kultist. Den enthüllen wir doch mal. Wir reißen eure Statue nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Aha. Und wir haben, wen haben wir noch freigeschaltet? Ihn hier. Oder zwei Hinweise zumindest. Oh. Schönes Schwert. Das sieht auf jeden Fall sehr edel gemacht aus. Der Weise ist ein spartanischer König. Der Weise will Brasidas tot sehen. Brasidas, könnt ihr euch noch an den erinnern? Der hat uns mal geholfen hier in so einem Lagerteil. Guck mal, die hat hier wirklich nur die besten Soldaten um sich rum. Hast du was an den Ohren? Lass mich verarschen. Boah, Alter, hat die hier krasse Typen. Was passiert, ey? Die macht die alle platt. Ich würde sagen, wir könnten schon die nächste Quest annehmen. Ja, das sind die... Ach, das sind die ganzen kultistischen Dinger. Die Arena gibt's auch. Und hier haben wir noch die Paros-Blockade. Dann nehmen wir die doch mal direkt an, oder? Wer sagt denn da was dagegen? Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht sein Silanos und dieser Kult! Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Athena Spacken.
Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Ich versenke seine Schiffe. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Jupp. Du hast recht. Keine guten Aussichten für Paros. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Keine guten Aussichten für Paros. Ich frag mich, ob man da auch einfach auf die Schiffe drauf schwimmen könnte. Und, vielleicht dann einfach so die Schiffe eliminieren kann. Oder zumindest die Leute töten kann, weil einfach nur mit dem Schiff die restlichen wegbomben kann. Das wäre irgendwie cool. Was ich jetzt noch machen möchte in dieser Folge, ist diesen neuen Bogen, den wir gefunden haben, gerade noch schnell gravieren. Das hat nämlich gravierende Auswirkungen, wenn wir das machen. Das müsste ja Raubtier-Dings sein, ne? Ah, ich kann's nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Das ist so erbärmlich. Es ist so erbärmlich. Wir sind die stärkste Frau in ganz Spartanien. Und wir haben kein Holz mehr. Ich kaufe das jetzt komplett. Das ganze Holz vom Schmied aufgekauft. Der Bogen war weiter oben. Den hier. So. Und der kriegt jetzt hier den Raubtierschuss. Bam. Guckt ihn euch an. Bis bald dann. Ah, Ikaros, wie findest du den Bogen, ne? Der ist super. So, lass uns mal losgehen, mein Freund. Lass uns mal den Hafen begutachten. Oh, da kommt schon wieder der kekse Kopf, der Digga. Lass uns mal den Hafen begutachten, wie eng es da wirklich aussieht. Also, ich meine, mit Barnabas und Jim an Bord, da kann uns doch eigentlich niemand wirklich was tun. Also, da sind wir doch stark genug unterwegs, um so drei läppische Schiffe zu besiegen, oder? Yippie-yay, ihr Schweinebacken, würde ich sagen. So. Dann rufen wir mal die Adrastea in den Hafen. Und vernichten dieses Pack da vorne. Pack, 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 pack. Pack, pack. Das steuert voll, übersteuert voll. Da ist sie. Und die Jungs waren nie gechillter als heute. Sind wir bereit, Barnabas? Ja, den interessiert das nicht. Wo ist denn Herodotus? Ach, der redet da unten mit den Kollegen. Naja, und unsere Assassinenkumpels stehen auch da vorne und wir sind alle bereit für die nächste Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wenn wir mit unserem neuen epischen Bogen, und der sieht richtig gut aus, wenn wir mit diesem Bogen alle Typen einfach von diesem Schiff wegsensen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.